Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video ansehen, wie wir ein Klassenmodell generieren können, das wir über Entity Framework in einer Datenbank ablegen können. Und dazu möchte ich auf ein bekanntes Beispiel mehr oder weniger zurückgreifen. Wir haben eben Artikel, die gekauft werden können. Wir haben Rechnungen, die verschiedene Posten und einen Käufer haben. Und ein Posten ist eben ein Eintrag mit Artikel und der Anzahl, der Menge, wie oft dieser Artikel eben bestellt wurde. Und dazu schreiben wir eben mal hier direkt diese Klassen hin. Ich werde diese auf Englisch lassen, weil Entity Framework automatisch die Tabellen richtig nach englischer Sprache benennt. Wenn wir jetzt hier eben diese Klasse Rechnung genannt hätten, würde die dazugehörige Tabelle in der Datenbank dann Rechnungs heißen, also mit S am Ende bloß. Das ist natürlich total blöd. Deswegen programmiere ich hier jetzt auf Englisch, damit ich hier eben Invoice habe und in der die Tabelle, in der diese Einträge festgehalten sind, dann tatsächlich Invoices heißt. Wir haben im vorherigen Video gesehen, also im vorletzten, dass jeder Eintrag in einer Datenbank eine eindeutige ID braucht. Und wir haben auch schon im Video davor uns mit dem Unterschied zwischen Entities und Value Objects befasst. Das, was wir also für zur Datenbankspeicherung brauchen, sind immer Entities. Deswegen werde ich allen Klassen, die ich jetzt erstelle, eben eine ID geben. Ich mache das auch in der kurzen Form mit automatischen Properties. Man kann das natürlich aufbauen, aber das würde nur unnötig in Details reingehen. Ich möchte ja bloß ungefähr zeigen, wie der Datenbankzugriff geht. Details zu diesem Vorgehen erfahren Sie ja dann in der entsprechenden Vorlesung. Hier habe ich eben einen Customer Name, den ich mir festhalten möchte. Und eine Liste an sogenannten Invoice-Items. Und dieses sind eben die Items, die wir hier haben. Und ich schiebe dann das gleich mal in eine eigene Datei, damit wir das hier haben. Ich stelle mir gleich hier diese Klasse dazu. Auch der gebe ich natürlich wieder eine ID. Warum? Weil es hier um Entities geht. Wenn es keine Entity ist, kann es nicht in einer Tabelle abgelegt werden. Wir brauchen eine eindeutige ID pro Dateneintrag. Und wir referenzieren hier eben einen Artikel in unserem Invoice-Item. Die Klasse können wir uns gleich erstellen. Und hier können wir dann eben noch die Quantity festlegen. Also die Anzahl, wie oft dieses Item jetzt denn auf der Rechnung vorkommen soll. Und unser Article, der ist einfach oder relativ einfach gestrickt. Wir haben hier eben wiederum eine ID. Wir haben hier einen Namen. Und wir haben hier einen Preis. Also alles relativ einfach. Wichtig eben, wenn Ihre Klassen in einer eigenen Tabelle landen sollen, dann müssen Sie eben jeweils eine ID in dieser Klasse haben und das Ganze wird dann eben sozusagen in Tabellenform automatisch von Entity Framework gemappt. Das ist erstmal Punkt 1, den wir uns merken müssen. Die Verbindungen zwischen den einzelnen Objekten, wie wir sie eben hier haben. Wir haben hier eine Collection an Invoice-Items. Auf Deutsch würde man eben Posten sagen, dass eine Rechnung verschiedene Posten hat. Das wird auch automatisch von Entity Framework gehandelt. Genauso hier eben dieser Fremdschlüssel auf den Artikel, den wir hier haben. Das sind eben die zwei wichtigen Sachen, die man beachten muss. Ich habe ja im vorletzten Video auch gesagt, wichtig ist der Primary Key und mit Foreign Keys kann man eben die Informationen über mehrere Tabellen hinweg verknüpfen.
Und genau das haben wir hier eben im Objektmodell ähnlich abgebildet, indem wir hier einfach andere Objekte referenzieren. Genauso hier eben die Liste an Invoice-Items. Damit sind wir auch schon am Ende vom Video. Wir werden uns dann im nächsten Video darum kümmern, wie wir Entity Framework einsetzen können, damit diese Klassen in Tabellenform in einer relationalen Datenbank abgebildet werden und dann tatsächlich auch gespeichert werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald!